Ja, meine geschätzten Damen und Herren, es geht weiter. Nächste Epoche 1974 bis 1988. Ein Jugendbetreuer hat diesen Zeitraum bewältigt. Unglaubliche 14 Jahre. Ich darf recht herzlich den damaligen Jugendbetreuer und jetzt Ehrendienstgradträger, Ehrenbrandinspektor Ignaz Friesenhecker zu mir auf der Bühne bitten. Ja, Nats, unglaubliche 14 Jahre für die Jugendarbeit in der Feuerwehr Sommerau verantwortlich. Erzähl uns, wie war das eigentlich bei dir? Wie bist du zur Jugendarbeit in der Feuerwehr Sommerau gekommen? Wie war es zu der Zeit? Wie waren die Bewerbe? Hat es bereits einen Wissenstest gegeben? Wie war eure Ausrüstung? Und vor allem, hast du genug Jugendliche immer zur Verfügung gehabt? Ja. Da fangen wir dann an. Ich glaube, ich fange gleich beim letzten an. Also Jugendliche habe ich eigentlich vier Schwierigkeiten gehabt. Wir haben eigentlich sehr bald zwei Jugendgruppen gehabt. Aber zur ganzen Geschichte heißt, ich komme ja von einer kleinen Feuerwehr, also der Feuerwehr Hörschlag. Und habe da zum Beispiel schon ein bisschen mit der Jugend arbeiten dürfen. Und bin dann, habe mir dann mal ausgebaut in Sommerau und bin 1971 zu der Feuerwehr Sommerau gekommen. Und der Vorredner hat das alles so super geschildert. Ich habe mich da irgendwo brauchen lassen schon in der Feuerwehr Sommerau. Und dann ist irgendwo aufgetaucht, dass es ja da schon eine Jugendgruppe gibt. Und ja, und dann ist es irgendwo so irgendwo publik geworden. Und dann hat mich der Kommandant gefragt, wie war es denn, wenn du die Jugendarbeit übernehmen würdest da im Sommer an? Ja, habe ich mir gedacht, das ist ja gar keine schlechte Sache, weil ich gesagt habe, so, dass ich einen Schlag auch schon ein bisschen mit der Jugend gearbeitet habe. Und dann ist die Geschichte irgendwo losgegangen, 1974, beim Landesbewerb in Wels. Da bin ich noch genau mit der Jugendgruppe gefahren, die was einen Löschangriff vorführen haben müssen. Und wieder der Vorredner hat das so super erzählt, also das müsst ihr euch vorstellen, lauter Hanfschläuche. Und die waren schon mal nass. Die haben sie nicht einmal ruhen lassen. Und dann haben so kleine Buben dabei gewesen, wie der Schigi Fritzi, war nicht recht ein großer. Und der hat über den Angriff da rausgeschleppt, also dass ich mir gedacht habe, das ist ja unwahrscheinlich, was sie die Buben da mitmachen werden. Ja, dann ist aber nach 74 ist das irgendwo gestartet worden, dass eigentlich die Jugendgruppe selber einen Bewerb hat. Also tatsächlich auf die Jugend ein bisschen zugeschnürzt. Ja, und dann ist natürlich bei uns losgegangen, dass man irgendwo mal also die Jugendgruppen aufgestellt haben, dass wir auch ohne Turm gekauft haben. Und dann haben wir halt trainiert. Und da war es auch wieder so, sagen wir, ja, da müssen wir einen Platz suchen. Dann haben wir da unten an der Eisenbahn, am Schneedamm, haben wir dann also einen Platz gefunden, das war es irgendwo günstig war, weil das heißt, der Jugendbewerb hat dann eine Kübelschmelze gehabt, also das heißt, man hat Wasser braucht und eben eine Flecke, wo man sich richtig bewegen hat können. Und da war eben die Gelegenheit, sagen wir, das Samminghaus, da haben wir das Wasser geholt. Unser Feuerwehrauto war natürlich auch nicht recht groß, das war eine Scheibe drüber. Und da haben wir unsere Wasserführung und Armaturen mitgeführt und die Seile jetzt, also den Knotenmacher und ein paar Schleicher und so Sachen. Die Anscheidung war ganz schön voll, muss ich sagen. Ja, und so haben wir halt da unten auf dann irgendwo also unser Bewerbsplan aufgebaut.
Und da ursprünglich ist ja die Feuerwehrjugend, ich glaube, dass da über irgendwo eine Verhandlungsgeschichte war, sagen wir, was machen wir aus dem, ist das ein Sportverein oder nicht. Also da haben sie sich irgendwo schwer getan. Wir haben natürlich dann die Sache vorgegeben gekriegt, nicht, wie es da ausschaut. Also das heißt, die Bauern haben dann so ausgeschaut, dass einen Wassergraben überspringen haben müssen, haben einen Tunnel bewältigen haben müssen, haben ein Laufbrett und dann haben sie eben vier Stück Wasser für den Armaturen auflegen müssen, um vier Knoten zum Abfahren. Und das haben wir eben da unten auf der alten Bahn geübt. Ja, und mir war eigentlich so eine nicht ganz so der Bewerb so dringend, sondern mir ist eher an dem gelegen gewesen, dass aus der Feuerwehrjugend nicht die Feuerwehr werden. Also das heißt, wenn man sagt, sie wissen auch, was das Feuerwehrwesen sozusagen bringt. Und da war ja am Anfang die Geschichte so, dass die Stadt und Staffelhaus Fragenstellungen gekriegt haben. Das waren eigentlich schon, wo man es so zerlegt hat, eigentlich ganz liebliche Fragen, also was wirklich von der Feuerwehr geantwortet hat. Ja, und da habe ich vielleicht eine Episode, wo ich noch einen Jugendlichen gehabt erst, und dann habe ich halt auch die Fragen dann gestellt und habe gesagt, ja, ich weiß es nicht. Aber nicht mehr, habe ich gesagt. Ja, nein. Ich sage interessant und lustig, damals waren die Jugendlichen auch schon schlagfertig, wenn der Jugendbetreuer so eine Antwort kriegt und natürlich nicht mehr. Ja, du hast uns gesagt, es hat geübt, den Übungsplatz so wie wir, so wir auch jetzt kennen, hat es natürlich damals noch nicht gegeben, es war auf der anderen Seite, es ist gelaufen worden. Du hast gesagt, die Umstellung zum Bewehr, es ist viel vorgegeben worden. Mich da noch interessieren, warst du da ein Einzelkämpfer, Vorreiter und hast die dementsprechende Unterstützung vom Abschnittsfeuerwehrkommando, vom Bezirksfeuerwehrkommando gegeben? Ja, ich kann sagen, ich war Vordenker und ich bin auch mit dem Bezirk zusammengearbeitet. Also das heißt, es hat da eigentlich gar keine Schwierigkeiten gegeben. Schwierigkeiten waren höchstens das, wenn ich da noch ausführen darf, sondern das heißt, wir kämen zwei Jugendgruppen zum Ziel. Wir sind ja nicht, also sind nur im Bezirk miteinander gefahren, sondern wir sind ja aufgekommen bis Rohrbach und den Uferbezirk haben wir angegeistert. Und besucht haben wir jeden Bewerb, jeden Landesbewerb, jedes Jugendlager. Und da war natürlich die Sache, wie können wir dorthin? Wir haben noch kein Fahrzeug gehabt, erst um so viele Leute transportieren können. Da muss ich einfach sagen, da möchte ich den Wolfgang Burl erwähnen. Wolfgang Burl war mein Coach, oder wie man sagen soll. Der hat mir da oben aus der Patsche geholfen. Der hat mir geholfen, wenn wir die Jugendlichen auch ans Ziel gebracht haben. Ja, ganz wichtig, dass man da nicht nur ein Einzelkämpfer ist, dass man ein Einzelmännchen im Hintergrund hat. Haben wir jetzt die Jugendbetreuer, dementsprechend die Helfer, wer allein ist, das wird ganz, ganz schwierig. Ja, du hast gesagt, das hat es nicht nur für die Bewerber geübt, es hat auch andere Aktivitäten gegeben. An was kannst du dich noch besonders gut erinnern oder hat es auch lustige Ereignisse gegeben, beziehungsweise man hat ja viel gehört, auch früher Kriegsgräberpflege, die Feuerwehr hat sich beteiligt. War der Sommerau auch mal dabei? Ja, der Sommerau auch dabei. Also mit einem Mann zuerst. Und ich weiß nicht, das zweite Mal zwei Männer, glaube ich. Aber jedenfalls waren wir dabei. Am ersten Mal, wie es die Kriegsgräber da in Italien gepflegt haben, da war der Roll. Erich dabei, hier zu den Herrenkommandanten. Ja, eine schöne Sache gegeben. Die Kinder haben mich vielleicht auf zwei Jugendlager sehr gut erinnern,
also Sachen vorgegangen sind, die was eigentlich ganz gewaltig irgendwo. Also in Kreml-Kreuzen zum Beispiel, am Jugendlager, haben wir oben gegessen und dann haben die Besucher so übereinander gesessen da, nicht, und auf einmal Siege heißt, dann hat sich kein Mensch geschert und dann sitzt der Bude auf der Bein erst und isst der Bude Brot und dabei fallen alles wieder. Aber wenn man zuerst sitzt, dann hat man da ausgefragt, der war so froh, weil der hat so Heimweh gehabt. Aber ich habe mir am Schluss natürlich das Pulverbrot aufgegessen und nicht mehr gekriegt. Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ein Jugendbetreuer zu seinen Jugendlichen, die ihm von den Eltern anvertraut werden, ein ganz ein gutes Verhältnis hat. Und das hat eigentlich bei uns immer gut gepasst. Waren deine Burschen damals, ich sage jetzt bewusst Burschen, weil Mädels hat es ja noch nicht gegeben zur damaligen Zeit, waren die erfolgreich? Eigentlich schon. Also wir haben eigentlich, wie ich gesagt habe, schon sämtliche Bewerbe abgefahren. Ich muss jetzt vielleicht sagen, dass vielleicht, wenn man sich da Glück machen kann, wir sind so in der Mitte der Zeit. Also das heißt, wir müssen das so sagen. Das heißt, ich war, nicht, war da nicht so viel Feuerwehr, die was eigentlich am Anfang bei Jugendgruppen gerade. Und dann hat sich das schon wieder gesteigert, also das heißt, man hat jede Feuerwehr geschaut, dass sie der Jugendgruppe zusammenbringt. Und da haben wir halt schon dann irgendwo gefilmt worden. Also das heißt, wir sind überall so im ersten Drittel am Rand geiert. Und ja, wir hätten eigentlich einmal in Dunskirchen zum Beispiel einen Landessieger machen können, nur haben wir 35 gekriegt, so haben wir halt nur 32. Ja, eine tolle Leistung natürlich, und ja, wenn man viele Punkte kriegt, das nutzt nichts, das gehört ja dazu, aber wenn du sagst, das wird es bei allen Bewerben, immer bei den Jugendlager und immer stark vertreten und dabei, und das ist natürlich sehr, sehr prägend und super. Ja, nein. Ich komme jetzt zum Abschluss. Wie siehst du die Entwicklung der Feuerwehrjugend Sommerau und was kannst du dir noch mit auf den Weg geben? Ja, also das heißt, was ich so sehe, die Jugend in Sommerau ununterbrochen irgendwas und ändern tut sich auch ein bisschen was. Und ich bin der Meinung, also sie sollen so weitermachen, wie es jetzt ist. Weil jede Woche hat irgendwo seine Zeit. Und ich glaube, wir sind da im Sommer auch gut aufgestellt und auf einem guten Weg sozusagen. Ja, das stimmt. Wir sind gut aufgestellt worden. Immer gut aufgestellt, eingangs habe ich das erwähnt, sonst hätte man nicht dementsprechend so eine Mitgliederanzahl und die Jugendarbeit, ja, die floriert bei uns. Ja, nein. Ich glaube, wenn ich noch da einen Satz dazu sage, irgendwo auch ganz stolz am Schluss, weil, also es waren doch schon einige an der Wanderung, also das heißt, die was da dann weiter gewusst haben, das funktioniert bei der Feuerwehr. Jawohl, ganz, ganz wichtig für den CRN. Wir möchten irgendwann einmal in die Feuerwehrpension gehen und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Jugend nochmal kommt. Jonas, herzlichen Dank für deine Arbeit, für die damalige Arbeit als Jugendbetreuer und wachst natürlich auch noch immer aus. Danke, was du immer machst für die Feuerwehr Sommerau. Möchte auch hier ein kleines Geschenk geben unseren Jubiläumsfan und möchte nochmal Danke sagen. Und genießt den Moment.